Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring, Part 270. Ich glaube, letztes Mal haben wir gegen einen sehr starken Gegner, zunächst den Godfrey, gekämpft und dann in seiner wahren Inkarnation, nämlich Hoalu, offenbar der richtige Vater von Nephililu. Wir werden es wahrscheinlich noch erfahren, wenn wir dann seine Ausrüstung bekommen. Aber zunächst möchte ich hier weitermachen, denn ich möchte unbedingt wissen, was uns jetzt hier erwartet. Beim letzten Mal wissen wir ja noch, als wir hier waren, nachdem wir Morgoth besiegt haben, sind wir an der Stelle nicht weitergekommen. Ja, und dann mussten wir im Zuge der Quest den Erdenbaum niederbrennen. Das haben wir jetzt getan. Jetzt ist offenbar offen da. Jetzt kommen wir da rein in den Erdenbaum. Ja, und dann haben wir noch... Ich mach trotzdem mal Licht an. Da sieht zwar relativ hell aus, aber man weiß ja nie. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen dunkel. Und dann haben wir noch den letzten legendären Talisman gefunden, zum Glück. Man musste dazu... Das zeige ich euch mal hier auf der Karte. Hier, genau. Über die verbotenen Lande musste man sich dann in die Stadt bewegen. In den anderen Bezirk sozusagen, wenn man möchte. Und da war der dann auffindbar. Neben drei Geisterbestien. Wie heißen denn die? Baumgeschwüren. Genau. Baumgeist mit Geschwüren. So heißt er korrekt. Genau. Man war nicht laut. Okay. Sequenz. Radagon von der Goldenen Ordnung. Oh, von die haben wir schon eine Menge gelesen. Er sah das aus wie Marika, ne? Der looten kann? Er sah mir relativ hart aus. Oh, er haut doch hart zu, aber ich mach Hochschaden. Na, ich wollte vielleicht nicht in jeder Attacke. Oh, gut. Auch Input Reading. Oh Gott, was ist das? Aha. Oh, ist das ein Griff, ne? Oh, Beam. Das mag ich ja. Caster, die sich beamen können. Okay. Was ist er denn? Doch, da. Da konnte ich jetzt nicht wirklich buffen. Oh, beim nächsten Mal. Oh Gott. Flächenangriff. Ah, aus. Okay, geklappt. Ah, ich wollte. Oh. Hat er nicht zugelassen. Oh, dann auch noch Schale Beam. Au. Ach, was springe ich denn? Ich wollte rollen. Scheiße. Na, erstmal kennenlernen, die. Also geht's hier noch weiter mit Bossen. Ein Boss jagt hier den nächsten. Das ist krass, hätte ich jetzt fast nicht erwartet. Naja, obwohl. Eigentlich schon. Au.
Und dennoch Area of Effect, ey. Krass. Oh, oh, oh. Aber er geht, bis lang. Wenn er nicht noch eine Phase hat, dann geht er. Oh Gott. Noch, okay. Da kommst du ja nicht raus, jetzt haben wir einen Dammer. Ich hab hier so viele Runen im Gepäck. Nein. Aber gut. Die kann man ja hier bestimmt einsammeln. Oder vielleicht liegen sie ja auch ausnahmsweise mal vor dem Raum. Ne? Aber gut, so krass ist der jetzt nicht. Der geht. Der geht ganz gut, würde ich sagen. War jetzt noch nicht mal gebufft, ne? Ah, der macht sehr viel heilig Zeug. Vielleicht sollte ich mal einen Talisman verwenden. Ne? Ich meine, wozu hat man die Dinger? Ah, ich bin eigentlich schon gut ausgestattet hier. Ich weiß nicht, ob der bluten kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Jetzt hier von einer anderen Karte. Vielleicht irgendwas nehmen wir teilig Schaden. Wenn er nicht gegen Blutung, vielleicht auch die Waffe mal anpassen. Vielleicht ist er ja gegen Frost empfänglich. Ne? Machen wir mal das. Ich probiere es mal mit Frost, Leute. Wir haben es ja, ne? Man muss sich vielleicht manchmal ein bisschen anpassen. Warum kann ich denn das machen? Warndete. Arzneimischung will ich nicht nehmen. Die war eigentlich ganz gut. Hab mich ja nicht gebufft. Obwohl, wenn ich mich buffe. Macht er denn? Blutet er denn? Ich glaube, der kann nicht. Der konnte nicht. Also, der ist ja nicht aus Fleisch und Blut, ne? Kann ich die Affinität hier nicht ändern? Wie war denn das? Ach, die muss ich, glaube ich, im Menü, oder? Kann ich nicht im Menü ändern? Irgendwie? Anlegen, ne. Hä? Konnte ich nicht die Affinität hier im. Irgendwo konnte ich die doch ändern, ne? Wo konnte ich die ändern, Leute? Zeit vertreiben, Tour sortieren, alle. Hä? Hier kann ich es offenbar nicht. Dachte, ich konnte immer am Ort der Gnade. Eldenthron. Naja, dann mag ich das jetzt nicht. Ist wurscht. Ach doch, 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 wartet mal. Doch im Menü, wa? Wie war denn das, Leute? Ich weiß es nicht mehr. Ich mach das so selten, ne? Oder muss ich dazu den. Affinität. Auswahl. Nee, 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 das kann ich hier nicht ändern. Wo konnte ich denn das immer ändern, Leute? Beim Schmied nur? Echt? Oh, doof. Na gut, dann machen wir hier einen Schutz drin, würde ich mal sagen. Ja, weil der Heiligschaden, der ballert ordentlich rein. Das wird ja Heiligschaden sein. Aber zu hat man sonst die Talismane dagegen. Heilig Drachen, das ist glaube ich der erhöht dieses erheblich, ja. Ballern wir das mal drin. Dadurch leichter, ja. Oh, schon gut. Dann legen wir die mal ab, dann machen wir eine andere Maske rein. Die mehr. Den. Genau, den hier. Macht der auch gegen Heiligschaden Schutz? Was macht denn hier Schutz gegen Heiligschaden? Oh Gott, wo steht denn das? Wo kann man denn das erkennen? Gar nicht, ne? Doch, hier. Puh, jetzt mal wieder runterkommen. Bin jetzt auch noch ein bisschen durch. Heilig. 5,2. Muss man merken. Also das macht ordentlich Schutz gegen Heiligschaden. Nichts ist besser, wie es aussieht. Wahrscheinlich irgendeine magische Maske eher noch, ne? Hier. Ja, hier. Ich wusste doch. 5,5. Sieht aber hässlich aus. Will ich so rumrennen? Nee. Also ein bisschen, ne? Souls Fashion, wenn man noch wahrnehmen, ja? Na, ich mach mal weiter. Vielleicht gibt es ja noch mehr. 5, auf jeden Fall noch was ist. Oh, 6, oh! 6,2. Sieht zwar auch ein bisschen albern aus, da mit so einem Pyramiden. Pyramide Head, sind wir denn? Aus Silent Hill? Ach ja, da gibt es ein Remake, wa? Oder? Ja, von Silent Hill 2. Wird ja auch bald erscheinen, geil. Da freue ich mich auch schon drauf, ey. Wahnsinn! Das ist irgendwie das Zeitalter so, die Ära der Remake. 6, guck mal, das sieht ein bisschen doof aus. Aber gut, was soll's. Schaka. Gut, das lasse ich jetzt erstmal drin.
hoffe mal, das bringt ein bisschen was. Ausdauer möchte ich ehrlich gesagt nicht riskieren, dass wir zu wenig Ausdauer haben. Jo, werde ich mich noch buffen vorher. Wird richtig. Dann machen wir auch ein bisschen mehr Schaden. Auch wenn der nicht bluten kann vielleicht. Aber. Ja, ist gut. Kann man das überspringen? Ne? Jetzt guck mal. Okay. Warte, Mike muss mal kurz was holen. Sagen, der Schaden ist ganz amtlich. Boah. Au! Schade, dass ich den nicht unterbrechen kann. Dann wäre der Kampf echt easy. Oh Gott, der macht Flächen. Oh, ist schon wieder weg, der Buff, ey. Oh Gott! Ach scheiße, falscher Moment. Ich glaube, da muss man nur im richtigen Moment springen, dann hat man es geschafft. Boah, wieder genau rein. Ich renne immer rein in den Mist, das ist es leider. Boah, das ist unfair, ich hab's nicht gesehen. Hoi, hoi, hoi. Ja, wenn ich so eine Waffe hätte wie du, dann. Ich treffe den immer nicht, ey. Also wenn er sich beamt, dann vielleicht weg. Ich weiß nicht. Sei froh, dass ich meine Tränen nicht verwende. Oh, doch der große wieder. Der Heiligschutz, der bringt ein bisschen was. Mal gucken. Jetzt weiß ich, wo meine Nerven geblieben sind. Cool. Oh Gott. Ein Feuer. Oder so was. Was mal das ist. Ach du Scheiße, was ist das? Ha! Das verfolgt mich! Okay. Warum haut nicht ab? Ey, ich mag keine Gegner, die abhauen. Weißt du das? Oh Mann, ey. Oh nee, was macht denn der jetzt? Oh Gott, da kommt irgendwas runter.
oder? Ach, Scheiße. Das Litte. Oh Gott, was macht der für Schaden? Spuckt er nach vorne? Nein, ich wollte nicht kämpfen. Ja, bei großen Gegnern sollte man immer dranbleiben. Ach du Scheiße, was macht denn der da? Nein. Jetzt will man eigentlich ja nochmal ein. Oh Gott. Was macht denn der da für einen Zirkus, ey? Oh Gott. Gut, dass man. Ja, da sind wir nur raus. Schwer traut er auch zu, natürlich. Kommt mir jetzt nicht so schwer vor, das Vieh, aber hat krasse Attacken, eine Menge Schaden machen. Oh Gott. Weg, weg, weg. Area of effect. Einzig. Oh ne. Weg. Okay. Geklappt. Oh Gott, hier ist ja Ende im Gelände. Oh, das ist doof. Das ist doof. Dann renne ich lieber nach hier. Oh Gott, nee, da darf ich nicht rein. Das habe ich schon gesehen. Okay. Ich habe jetzt auch null Heilung, leider. Das wird nichts. Da muss ich jetzt sehr viel Glück haben. Also, da brauche ich jetzt sehr viel Glück. Ach, ich muss ja den Runenbogen, ne? Heilt er mich auch? Die macht halt eine Menge. Hält halt eine Menge aus, ne? Aber Achtung, wer raus? Gott, was macht denn der? Warum braucht der denn? Oh Gott. Was geht da ab, ey? Was geht da ab für ein Feuerwerk? Ah, die treffen mich. Ich hätte nicht auswählen sollen. Abwählen, abwählen, abwählen. Gut. Oh, ja, das kann er auch. Okay. Schön. Schön, schön. Aber ein geiler Boss. Gefällt mir sehr gut. Ist jetzt, hält eine Menge aus, ne, klar. Ach, jetzt muss ich erst in die nächste Phase kommen, um meine Runen zu... ist egal. Sind sie halt weg. Dann ist es so. Ich kann die jetzt eh nicht, naja, auflesen. Also um die jetzt einzusetzen, dafür habe ich ja die ganzen Runencontainer gesammelt. Denn ich möchte... Quatsch. Genau, ich glaube hier kann ich die Affinität ändern. Ich wollte ja mal Frost probieren, ne, wie das ist. Hier kann ich auch nur rasten, ne? Ich, mir war so, als hätte ich das hier immer am Dings machen können, ne? Am, ja, jetzt können wir gleich mal bei der Gelegenheit mal gucken, ob Gideon noch da ist, ne? Wird dann natürlich nicht sein. Mal kurz hier. Aber ist gut machbar, der Boss. Also beide. Ich meine, das sind ja quasi zwei Phasen, wenn man so möchte. Der, ja, ja, ist weg. Aber nicht mal eine Nachricht für uns hinterlassen, dieser Verräter. Ey. So ein mieses Etwas. Na gut. Ist ja egal, Leute. Es hilft ja nichts. Aber ist ein schöner Kampf, ey. Geil. Macht Spaß. Ich bin begeistert. Also, wow. Ja, ach so. Na gut, er hat nichts Neues. Kriegsasche, du verstärken. Wo kann ich denn das hier machen? Kriegsasche. Ah ja, hier war das bei Kriegsasche. Ne, die Asche ist ja okay. Ich will die Affinität ändern. Die Asche ist ja gut. Ach, jetzt, da muss man nochmal... Ach so, okay. Giftig, Blut, solide. Ich hab gar kein Eis hier. Zur Verfügung. Solide macht, glaube ich, mehr, oder? Ja, Blut bringt ja nichts bei denen. Bei dem Elden-Biester offenbar auch nicht. Ah, was machen wir denn da, Leute? Kriegt natürlich erheblich mehr Schaden. Kriegt euch das an, ey. Ja. Machen wir hier die solide Durchwirkung. Weil die skaliert dann mehr mit Geschick, ne? So, wo waren das jetzt? Ne, weiter oben. Weiter nördlich ist es schon. Ost. Hä? Ach so, jetzt sind wir. Ne, hä? Ne, hier wollte ich nicht hin. Quatsch.
verwählt, sorry. Ja, dann machen wir wenigstens mehr physischen Schaden, ne? Gut, auch wenn der Hut echt Panne aussieht, ey. So kann ich doch nie heiraten, ja. Aber eigentlich sind wir ja schon verheiratet, ne? Der ist schon vermählt. Mache ich denn trotzdem Schaden mit, oder mehr Schaden mit Sebuko? Ah, machst du denn hier? Ich glaube ja, ne? Also der Schaden war amtlich auf jeden Fall. So oder so. Der war okay. Lass mich raten, es sind beide wieder da, ne? Scheiße. Haben wir nicht getrunken. Das war schlecht. Oh, das war jetzt so eine gute Gelegenheit, ey. Ich hab's ein bisschen verbockt. Boah, ich brauche auf jeden Fall mehr Lebensenergie, ey, für das Biest. Achso, nee, da sollte ich nicht rennen. Oh, ja, da brauchst du bloß deinen Fuß benutzen. Also auf jeden Fall mache ich... Ach, scheiße, ey. Mir fehlt's immer an der Ausdauer. Mehr Schaden, ne? Deutlich mehr Schaden, ne? Ja, okay. Hat sich gelohnt. Nochmal kurz in die Tafelrundfeste zu gehen, ne? Kann ich mich jetzt nochmal... Sollte ich mich nochmal buffen, ist die Frage. Ne, ich glaube, ich muss eher auf... Ja, das haben wir schon gesehen. Ja, ist ja nun... Sind das beide Personen oder was? Oder hat er nur vorgegeben? Scheiße. Feuer! Nein, nicht schleichen, Mann! Oh, ich wollte da nicht schleichen. Ich und die Steuerung, ey. Ich glaube, ich stell Schleichen hier raus. Das kann man halt auch bei Sekiro hier machen, dieses Rutschen, ne? Da ist er mal gerutscht. Das war natürlich in Bosskämpfen ätzend. Oh Gott. Das habe ich jetzt irgendwie überlebt. Das kann man gut dodgen, aber man muss den richtigen Moment abpassen. Auf jeden Fall haben wir mehr Heilung, ey. Ah, weg. Weg, 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 glaube ich. Aber jetzt sehe ich auch nicht, was der macht. Oh Gott, ist da eine Explosion? Jo, es ist... Ah, ist so weit weg, das Vieh, ey. Aber ist ganz gut, dass ich hier die Sprungattacke gewählt habe. Ich muss echt ran an den Boss. Das macht der nur Blödsinn. Gut, ich muss aufpassen, wann mit runterkommt. Bremst nicht. Ja, okay, das war richtig. Man muss darüber springen. Oh oh. Oh, die Explosion hier. Ausdauer, wo bist du? Scheiße, Leute. Nein, weg. Das ist eine Area of Effect, ja. Ausdauer, ich hab da die Tröte, ey, die Schildkröte. Alles nicht. Oh Gott. Oh, und dann haut er noch. Oh, das Spiel bleibt stehen. Ich kann nicht weg, da ist die olle Wand.
Was ist hier los? Haut immer ab, ey. Das ist ein bisschen unfair. Ich mag es nicht, ey, wenn Bosse abhauen, ne? Oder Gegner. Alle für sich. Ein bisschen getroffen habe ich ihn. Das zählt ja. Komm, komm. Ja. Okay, jetzt wird dann nicht noch was kommen, oder? Wie viele Bosse kommen dann noch? Oh Gott, wie geil. Ja. Elden Echo. Elden Echo haben wir bekommen. Gibt es dafür keine Trophäe jetzt? Oh, okay. Sequenz. Vielleicht kommt jetzt noch eine. Puh. Ah, oh. 500.000 Seelen, ey. Also Ruhen. Ah, wir können sie wieder einsammeln. Yes. Geil. Was ein geiler Kampf, Leute. Ich bin platt. Puh. Geil. Jetzt können wir hier ein Ende wahrnehmen. Leute. Ich bin gleich wieder da. Ich muss das vorher speichern. Ich muss den Spielstand so ein Backup machen, ne? Und dann sehen wir uns gleich an der Stelle nochmal. Also, puh, bin ich durch. Bis gleich. Okay, willkommen zurück, Leute. Ja, jetzt ist der Spielstand gesaved. Und ich kann auch dann alle Enden euch noch präsentieren. In dieser Folge auf jeden Fall noch ein Ende. Und zwar, das ist mir ein besonderes Anliegen, nämlich Rannys Ende. Und hier steht schon, hier ist ein Zeichen von ihr, ne? Ein blaues. Und da können wir Ranni rufen. Ansonsten weiß ich nicht, ob man hier was machen kann. Nee, Gnade berühren mache ich jetzt alles lieber nicht. hiermit könnte ich auch noch interagieren. Gespaltener Marika berühren. Ich dachte, es war Aragorn. Wir haben ihn jetzt gespalten. Er, sie, es. Ja, das ist so ein, ja, ein Mischwesen anscheinend gewesen. Marika und Aragorn. Zwei Personen in einer quasi. Sehr cool, Leute. Ein geiler Bosskampf auch. Hammer. Naja, ich kann wahrscheinlich im Abspann nochmal ein bisschen eingehen, darauf eingehen. So, aber heute wird geheiratet und deswegen machen wir uns mal ein bisschen schön, ne? Genau. Ich meine, die Rüstung ist ja schon nicht schlecht, ne? Na, vielleicht haben wir noch was Besseres. Was Adäquateres. Na, was diesem Anlass auch geziemt. Nee, die ist nicht schön. Ihn ja, die Verräter. Nee, danke. Oder lasse ich das Gesicht frei? Ich weiß nicht. Nee, ich will immer eine schöne Rüstung haben. Was hatten wir denn da? Immer so viele Rüstungen, ey. Jetzt bin ich hier. Ich habe schon so viel rausgeworfen, ne? Was ist das eigentlich? Die Maske des Vertrauens. Sieht doch interessant aus. Dann habe ich noch so eine bärtige Maske bei jemandem gesehen, ja. Das, weiß ich gar nicht, wo man die herbekommt. Das fand ich auch cool, wenn man so einen Bart hat, ne? Also, richtig genial. Die ist auch ganz cool. Zwillingshelm, ja, die auch. Zwillingsrüstung ist auch eigentlich ganz hübsch. Die natürlich auch, ne? Die mag ich irgendwie. Habe ich lieben gelernt, sagen wir so. Aber sieht stylisch aus irgendwie, ja. Vielleicht lasse ich den Helm weg oder nehme ich den Helm. Ja, der passt da. Der hat irgendwas. Hauslos Helm. Jo. Dann noch seine Rüstung irgendwo. Königliche Ritterrüstung. Das ist ein Standard. Hauslos Rüstung. Genau, die sieht echt. Oh, das sieht feierlich aus. So, das kann man nehmen, ne? Drachenstolpen. Ne, die wollen wir nicht. Hauslos. Wo ist denn Hauslos? Hauslos, Hauslos, Hauslos. Bleitz ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Bleitzstolpen. Hauslos. Da ist er doch. Und. Was los? Zum Glück einen sehr markanten Namen. Ich Beinschuss. Okay. Jo. Das gefällt mir. So können wir, denke ich mal, in den Bund der Ehe aufgenommen werden. Dann beginne ich das Ganze jetzt mal.
The battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Let us go together. My dear consort eternal. Und die Trophäe haben wir erhalten. Für dieses Ende. Sehr schön. Wahnsinnsspiel. Also, wow. Also eins der besten Spiele auf jeden Fall von From Software. Wir in letzter Zeit haben die ja nur geniale Titel abgeliefert. Ne? Alles Top-Spiele. Ja, aber wie gesagt, meine finale Entscheidung, ja, die treffe ich immer noch. Wenn der DLC erscheint, dann auf jeden Fall. Ne? Also, wenn ich den durchgespielt habe. Je nachdem, wie viele DLCs es sein werden. Es gab ja Hinweise darauf, dass es vielleicht mehrere sein werden. Unter Umständen, ne? Wie zum Beispiel bei Dark Souls 3, da waren es ja mal 2. Bei Dark Souls 2 waren es sogar 3. Ja. Und bei Dark Souls 1 war es einer. Ja. Wir könnten jetzt mal, naja. Wäre natürlich schön, wenn es mehrere wären, ne? Oder es wird ein besonders großer. Das wäre mir eigentlich, ja. Wäre mir auch recht, ne? Klar. Auf jeden Fall neues Futter, ne? Als Fan. Und als dieser würde ich mich schon betiteln, ne, was das Spiel angeht. Ja, wunderschön diese Musik auch. Also bei den Bosskämpfen mal wieder wirklich absolut top. Da kann man nichts gegen sagen. Ne? Also, immer auch passend, ne? Also zu dem jeweiligen Boss. Und bei dem Horalu-Kampf, ne, Godfrey, da kam ja erst die Hymne, sag ich mal, von Godfrey. Und anschließend von Horalu. Ne? Hat sich ja im Wesentlichen nochmal unterschieden. Ist ja jetzt auch gerade, ne, die Musik. Ich habe mich bei dem Kampf ja mehr auf den Kampf natürlich konzentriert, aber die Musik natürlich, die entgeht einem dennoch nicht. Bei dem hatte ich echt, ja, der war krass. Da hatte ich ein bisschen Glück, sagen wir so, ne, dass ich das da am dritten Versuch oder so geschafft habe, ne. Und ansonsten, ja, ist das Spiel schwer. Also es ist nicht leicht. Also gerade wenn man eben keine Aschen nimmt, wenn man Aschen nimmt zur Hilfe. Es gibt hier sehr mächtige Geisteraschen in dem Spiel. Was ja ein Zugeständnis ist, ne, an den Schwierigkeitsgrad. Weil es gibt nun mal keinen einfachen Schwierigkeitsgrad, keinen normalen, keinen besonders harten oder Horror oder wie auch immer, ne? Wie das andere Spiele machen. Zum Beispiel Resident Evil oder so, ne? Da kann man den ja separat vorher, bevor man das Spiel startet, auswählen oder kann sich auch häufig entscheiden, ob man ausschließlich die Story spielen möchte, ne? Geniale Musik, ja. Schön wieder mal. Ist das von Morgoth? Das ist von Morgoth gerade, oder?
Fand ich auch schön, dass er ihn dann nochmal aufgehoben hat, ne? Der Godfrey am Ende da, ne? Hat er ihn ja kurz nochmal gehalten, den Morgott. Und ihm dann nochmal Tribut gezollt, quasi, ne? Jo, aber sonst ein großartiges Spiel. Also eins der besten Open-World-Spiele. Sonst bin ich nicht mehr mittlerweile so ein Fan von Open-World-Spielen im Allgemeinen. Aber wenn sie so gut gemacht sind, gerne. Da sind sie mir äußerst willkommen. Da gibt es ja nur eigentlich drei, die mir auch spontan einfallen, die wirklich richtig, richtig gut sind. Da zum Beispiel Zelda Breath of the Wild, das fand ich sehr gut. Habe ich ja auch Let's Played. The Witcher 3 natürlich, noch ein großartiges Spiel. Und jetzt natürlich Elden Ring. Ja, das reiht sich da auf jeden Fall mit ein. Ansonsten hier Assassin's Creed und so, ja, macht auch mal Spaß. Klar, keine Frage, spiele ich auch. Ne? Habe ich mir auch im Game Pass damals gegönnt, da ist ja sowieso gratis, kann man das denn zocken, ne? Wenn man, also gratis in Anführungsstrichen, ne? Wenn man den Game Pass hat. Da habe ich es natürlich auch mal angezockt, hier Origin mit dabei im Game Pass. Jo, kommen wir wieder zu Elden Ring jetzt zurück, ne? Ja, also es ist quasi konsequent, habe ich glaube ich auch an der einen oder anderen Stelle schon gesagt im Let's Play, weitergedacht, das Konzept von Dark Souls. Ne? Das war ja schon immer so ein bisschen open-worldig, sag ich mal. Ne? Also das war ja nie so hundertprozentig nur Schlauch, also von geh von A nach B. Aber das hatte eben unter anderem auch mit dem sehr ausgeklügelten Level-Design zu tun. Vorrangig natürlich in Teil 1. Ne? Dass man eben mehrere Wege hatte. Gut, ob der eine Weg denn halt bockschwer ist am Anfang oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne? Das hat man dann relativ schnell als Spieler bemerkt. Ne? Da sollte ich vielleicht eher nicht lang gehen, da wo die Skelette sind, sondern eher in die andere Richtung, ne? Wo die Untoten sich rumtreiben. Diese Zombies da, die sind noch relativ leicht zu besiegen, sind Hollows. Aber alles andere war dann, na, war ihm dann deutlich überlegen. Aber das Spiel hat das dadurch ganz gut geregelt bekommen, ne? Die Story fand ich hier ein bisschen krasser, ein bisschen umfangreicher. Wahrscheinlich auch nicht zuletzt durch die Mitwirkung von, wie heißt der, J.R.R. Martin, ne? Ja, es hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen, ne? Definitiv. Und dann und wann auch so in Items, so hat man das so feststellen können. Also zum Beispiel an dem Verbanden, ne, wie heißt das, Verbanden-Großschwert, ne? Ja, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine für ein Schwert, ne, was so ein bisschen an den Eisernen Thron angelehnt ist aus Game of Thrones. Na, dieses Schwert habe ich ja auch teilweise genutzt mit meinem anderen Char auf der PlayStation 5. Und dann habe ich mich aber nochmal umentschieden für die Großsterne. Die fand ich dann doch deutlich effektiver. Also gerade wenn man zwei Sternen da um sich schlägt, das macht natürlich umso mehr Spaß. Also gerade als Stärke-Char und dann die Sprungattacke noch dazu nutzt. In Kombination mit dem Sprung-Talisman, da ist man da sehr, sehr effektiv unterwegs, habe ich auch gegen Malenia gemerkt. Also da wollte ich eigentlich auch einen Guide, wie gesagt, dazu machen. Aber ich habe mich dann schlussendlich dazu entschieden, dass ich dann doch eher mit meinem anderen Char dazu nochmal ein Guide-Video mache. Und ja, das war dann auch, denke ich mal, die richtige Entscheidung, weil sonst ist das nicht unbedingt repräsentativ, ne? Wenn man jetzt als Nahkämpfer da... Die habe ich gar nicht staggert, na, das war. Wobei, ich muss auch sagen, Malenia ist trotz allem definitiv mit Abstand der härteste Boss in diesem Spiel. Und die kann mittlerweile ja erfahrungstechnisch, ne, auf eine relativ bewegte Souls-Vergangenheit zurückblicken. Also was FromSoftware-Spiele angeht, dann habe ich ja alle gespielt. Also diese, seit Demon's Souls auf jeden Fall, muss ich sagen, ne. Die Soulspawn-Titel natürlich, ne? Die habe ich alle gezockt. Und da muss ich sagen, ja, da ist Malenia ja auch relativ weit oben, was schwere Bosse angeht. Dann gibt es natürlich noch den Moog, ne? Nicht das Mal, der geht eigentlich, je nachdem, ne? Wie man ihn macht. Da war auch der Stärke-Char übermächtig gegen den, muss ich sagen. Gerade wenn man den noch bindet am Boden oder so, dann ist er relativ easy machbar. Also es gibt halt sehr viele Hilfen in dem Spiel. Sehr viele Zugeständnisse für weniger erfahrene Spieler. Und ich denke mal, nicht zuletzt deswegen hat das Game auch so viele neue Spieler gewinnen können. Ne? Das würde zum Beispiel in Dark Souls 1 oder in Dark Souls 2 bzw. 3 nie schaffen, so, ne? In der Form. Wo das, glaube ich, auch Dark Souls 3 der meistverkaufte Titel der Serie war, wenn ich mich nicht irre.
Ja, oder ein Bloodborne, ne? Das war ja auch noch an eine Plattform gebunden, ne? Die PlayStation 4. Wird wahrscheinlich auch so schnell nicht auf dem PC kommen, glaube ich nicht. Mir würde ja schon ein 60 FPS-Patch reichen, ne? Bei Bloodborne, das wäre schon toll. Ja, jetzt die Endbosse waren episch, keine Frage. Horalu war von denen am schwersten. Wie gesagt, da hatte ich ein bisschen Glück, dass ich den da geschafft hatte im dritten Versuch. Aber der Endboss, das war dann wirklich gut machbar, sage ich mal. Ne? Das war wirklich nicht allzu schwer. Hätte ich nicht gedacht. Also da hätte ich wirklich was Krasseres erwartet. Also boah. Aber episch waren die beide. Also der Radagon, ne, respektive Marika, ne, ist das ja in einer Person anscheinend. Und das Elden Beast, das war total unerwartet. Damit hätte ich im Traum nicht rechnen, dass da plötzlich so ein Vieh da kommt. Also. Aber das ist da scheinbar irgendwie verknüpft mit dem Earth Tree, ne, mit dem Erdbaum, Erdenbaum. Reise 2 beginnen, ne, das wollen wir auf allen unter allen Umständen natürlich vermeiden, weil, wie gesagt, der DLC wird knüppelhart, davon gehe ich aus. Der wird auch so hart, ohne dass wir ins Next Game gehen. Deswegen habe ich ja, wie gesagt, auch noch nicht gelevelt, sonst wäre ich schon Level 200 wahrscheinlich gewesen mittlerweile. Aber ihr habt es ja gesehen, ne, man ist auch mit Level 150 knapp drüber. Immer noch sehr stark und teilt eine Menge Schaden aus. Und das Spiel ist eben auch so gedacht. Ne? Also wie gesagt, Zugeständnisse an den Schwierigkeitsgrad sind halt die Aschen, ne? die Geisteraschen. Und da hat man ja sehr mächtige gefunden. Ihr habt ja gesehen, ich habe meine Geisterasche gar nicht hochgelevelt gehabt, die Mimik, wie ich sie einmal da ausprobiert habe. Ne? Und die hat da sämtliche Gegner verprügelt, ohne Probleme. Und wenn die jetzt noch die Ablenkung, ich meine, ich fand es schon bei der Qualle bemerkenswert, wie sie die Gegner abgelenkt hat, die Bosse, ja, auf die Aufmerksamkeit nur auf sich gelenkt hat und diese meinetwegen sogar noch vergiftet hat. Na? Und man konnte unterdessen, hatte man genug Zeit, na, um den Boss zu verprügeln. Also gar kein Thema, wenn sich der Boss der Qualle zuwendet, die hat nur nicht so viel ausgehalten, ne? Aber wenn man so hochlevelt, hält die auch verhältnismäßig viel aus, genug, sag ich mal, um dem Boss wirklich extremen Schaden beizubringen. Und sich dadurch einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen auch. Ne? Also das ist wirklich enorm. Also es ist wirklich absoluter Gamechanger, wenn man Geisteraschen nutzt. Das habe ich gemerkt und deswegen habe ich dann auch gedacht, nee, das macht jetzt keinen Spaß, das wird zu leicht, ne, dadurch. Obwohl ich dabei Nile natürlich auch noch meine Probleme hatte, klar. Aber wenn man ihn gescheit angeht, man muss halt überlegen, man muss sich einen Kopf machen. Ne? Und das ist halt genial. Das ist halt diese nach wie vor diese Souls Essenz. Man muss sich überlegen, wie gehe ich diesen Boss an? Welche Ausrüstung wähle ich? Ne? Das ist wirklich entscheidend, denn man kriegt nicht umsonst diese ganzen Talismane um die Ohren geworfen. Das hat seinen Grund. Ne? Die soll man eben auch nutzen. Und auch dann, wenn sie gebraucht werden, das hat man jetzt hier wieder gesehen. Ne? Und auch die Ausrüstung, ne? Die Rüstungen haben auch Abwehr gegen bestimmte Statuseffekte und so weiter und so fort. Ja, und das alles ist natürlich gut. Letztendlich soll jeder dieses Spiel genießen und wie er das möchte, ganz klar. Für mich war eben die Essenz jetzt des Spaßes, des Funs in dem Moment, dass ich die Geisteraschen weggelassen habe. Ne? Das hat mir dann, habe ich gemerkt, oh, jetzt macht's, ja, es ist herausfordernd und so. Man ruht sich darauf aus. Man ruht sich wirklich darauf aus, habe ich festgestellt. Also mir ging es so, auf diese Geisteraschen. Ne? Und denkt dann, naja, die regelt schon so ungefähr. Ne? Ich muss so dann ein paar Mal draufschlagen dann noch auf den Boss und dann ist der Geschichte so ungefähr. Muss mich gar nicht mehr großartig anstrengen. Also man verkümmert sozusagen, wenn man möchte. Also mit seinem Skill. Ich habe gemerkt, ich wurde zum Ende hin, na gut, Schmelztiegelritter mal außen vor, wurde ich immer besser. Ne? Also das zeige ich jetzt wirklich mehr. Sonst hätte ich die Bosse nicht alle so besiegen können. Auf keinen Fall. Weil ich habe gesehen, also bei Malekith jetzt, da hatte ich mir jetzt im Nachhinein dann ein paar Videos angesehen von Leuten, die auch relativ bekannt sind, so, ne? Und da hatten selbst die Probleme mit dem, mitunter, ne? Keine großen Probleme, ne? Das nicht. Ne? Es gibt Leute, die haben den auch im ersten Versuch besiegt, keine Frage. Glaube ich, auf jeden Fall, jetzt, nachdem ich mit ihm gekämpft habe. Und dann kann man sich auch erst ein Urteil erlauben, ne? Und ja, es geht, ne? Auf jeden Fall. Auch wenn der natürlich krass ist, einem die Lebensenergie reduziert und man sich dann nicht mehr vollständig hochheilen kann und ist sehr agil unterwegs, macht eine Menge Schaden, das hat er ja auch gemacht, ne? Da kann man auch innerhalb von Sekunden plötzlich weg sein, ohne dass man auch zum Trinken kommt oder so. Aber ja, den Horalu oder wie er hieß, den fand ich am krassesten, also von den Endbossen, ne? Aber insgesamt ist Malenia also mit weitem Abstand vorne als der härteste Boss. Definitiv. Also es ist,
Ja, da hatte ich die meisten Probleme auf jeden Fall bei ihr. Moog, den Fürst des Blutes, hatte ich auch noch ein paar Probleme, so, ne? Ein bisschen gestruggelt, würde ich sagen. Aber an zweiter Stelle würde ich trotzdem sagen, obwohl ich den im dritten Versuch geschafft habe. Aber wie gesagt, ich hatte ein bisschen Glück. Huralu, ne? Würde ich auf jeden Fall sagen. Als zweiter. Und dann kommt auch direkt schon Moog, ne? Und danach den Platz, wie du sagst. Ja, obwohl was Schaden angeht, ne? Klar macht Platz, wie du sagst, mehr Schaden. Ne? Als Horalu. Na, Horalu kann auch ganz schön Flächenschaden machen, habt ihr ja gesehen. Ne? Wenn er da den Boden unter einem explodieren lässt, förmlich, dann konnte das auch ganz schnell sehr fatal werden. So Leute, aber ich würde mal sagen, ich mache dann erstmal Schluss für diese Folge auf jeden Fall, aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Das Let's Play ist noch nicht vorbei, es kommen noch zwei Enden, die ich euch gerne zeigen möchte, ne? Und damit auch die Platin-Trophäe erhalten möchte natürlich in diesem Durchgang. Ja, wenn das geht. Ne? Es sei denn, die haben das jetzt irgendwie gepatcht, dass es nicht mehr geht, wenn man jetzt einen anderen Spielstand verwendet. Ich weiß es nicht, ich muss gucken. Ich werde es einfach versuchen. Ne? Werdet ihr ja sehen. Entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Wenn nicht, dann muss ich halt da nochmal durchrushen. Ich habe ja jetzt den separaten Spielstand, ne? Dann ist das ja kein Problem. Dann können wir da immer noch ansetzen für den DLC. Ne? Das ist ja dann nicht das Problem. Dann kann dann trotzdem weiterspielen, um die anderen Enden dann noch zu bekommen. Jo, okay. Und ja, vorrangig natürlich die Trophäe, ne? Die man dafür kriegt. Okay, Leute, aber jetzt mache ich Schluss. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache Schluss an der Stelle. Bye, bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und jetzt sage ich Ihnen nein. Reise 2 beginnen, nein. Dann landen wir nämlich wieder in der Tafelrundfeste. Und können vielleicht noch mal gucken, ob die Finger da sind, weil die, nee, das waren ja die anderen Finger, ne? Die müssten jetzt eigentlich noch leben. Genau, das haben wir ja schon festgestellt, dass, oh, die sind auch tot. Ne, die sind genauso tot. Und die Fingerlese sind, ach du Scheiße, kann ich mit ihr noch? Auch können wir noch, okay. Hier ist auch noch die Ausrüstung, ja, das können wir uns auch noch alles ansehen. Also wir haben noch was zu tun und ich, bestimmt habe ich auch das eine oder andere verpasst, aber die sind tot. Sie hat sie hier umgebracht. Oder am Mondlichtaltar war die wahre Stätte anscheinend. Tafelrundfeste hier war ja nur ein Abbild irgendwie der Realität so irgendwie. Das ist alles so ziemlich verworren in der Lore dieses genialen Games, ne? Was sich jetzt wirklich einreiht, neben Dark Souls, Bloodborne. Ja, da könnte ich mich nicht entscheiden und Elden Ring. Ne? Elden Ring, klar, hat seine Macken. Musste viel genervt werden, so die ein oder andere Waffe. Ne? Naja. Wie auch immer. Lange Rede, ich schweife ab. Das ist jetzt. Okay. Ich mache jetzt Schluss. Bye, bye. Bis dann.